Hallo, ich muss jetzt hier ein gemeinsames Video mit der Tina machen, weil wir hier angekommen sind. Der erzählt wieder ein, aber Leute, das müssen wir euch zeigen. Wir sind bei Bamboo Island angekommen und das ist der schönste Strand von Thailand. So wird es behauptet und wir wollten es unbedingt selber erleben und es ist tatsächlich so. Passt auf, ich zeige euch jetzt mal. Das ist Quan, der gerade ganz elegant hier vorbeigeht. Genau, das ist unser Bootsführer. Und wir sind hier, haben wir jetzt den Anker geworfen und werden nun hier bleiben für bestimmt einige Stunden. Spielen ein bisschen Robinson Crusoe, laufen vielleicht auch ein Stückchen vor. Kristallklares Wasser und Puderzuckerstrand. So, ihr Lieben, wir können nicht widerstehen. Wir müssen hier entlang laufen. Wir nehmen euch jetzt mit. Was ist jetzt los? Wir nehmen euch jetzt mit. Sag mal hallo. Hallo. Das ist mein. Leute. Das erinnert mich wahnsinnig an die Malediven. So, schaut, wir sind jetzt im Wasser drin. Wir genießen das, wir laufen jetzt zu unserem Boot zurück. Achtung, ich zeige euch, das liegt da vorne vor Anker. Und wir laufen jetzt auf dem Meeresgrund entlang. Guck mal, hinter mir duckt sich einer. Habt ihr den schon gesehen? Thomas, ja gut, halt mich gut fest, damit ich hier nicht abdrifte. Übrigens, ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, was immer ihr möchtet. Anregungen oder was ihr gerne sehen möchtet. Auch was ihr doof findet. Aber seid ein bisschen nett. Du müsst ja nicht so gemein sein. Und wir werden dann immer wieder gerne von unseren Sachen berichten. Nimm deinen Finger aus meiner Hose. So. Wir werden dann immer wieder von Dingen berichten, wo wir unterwegs sind. Und nun ja, wir haben das Glück, dass wir wirklich an einem herrlichen Landabschnitt, ja, dass wir da leben und halt mich. Und dass wir halt vieles unternehmen können. Wir möchten euch kein bisschen neidisch machen, sondern das ist einfach. Euch mitnehmen. Doch, eigentlich wollen wir schon neidisch machen. Er möchte neidisch machen, ich nicht. Sondern ich möchte euch echt nur zeigen, wie unglaublich geil das ist. Und sobald ihr könnt, bitte kommt nach Thailand. Schaut es euch an, solange es dieses Paradies hier wirklich noch so gibt. Und ich muss sagen, das hier, habe ich vorhin schon, glaube ich, gesagt, erinnert mich ganz stark an die Malediven. Dieses türkise, kristallene Wasser, warm, wunderschön. Und der Strand, ich habe gerade Thomas gefragt, weil ich habe mir Strandschuhe angezogen, mir war es zu heiß. Er sagt, es fühlt sich genauso an. Es ist unglaublich sanft. Thomas, bringst du mich ein Stückchen darüber? Ich sauf hier ab. Okay. Oh. Ich bin jetzt wie bei den, wie heißt der? Charlie Brown. Ich laufe jetzt im Wasser und habe keinen Grund unter Füßen. Herrlich. Okay. Also ihr Lieben, schaut euch noch ein bisschen mit uns um. Wir haben heute aber auch wirklich einen geilen Tag erwischt. Meine Güte, wir haben echt, echt Glück gehabt. Heute sollen es wieder 37, 38 Grad sein. Und wir sind jetzt seit 4 oder 5 Stunden sind wir jetzt unterwegs mit dem Boot. Haben an verschiedenen Buchten schon gehalten. Ihr werdet das ja auch sehen. Wir haben Unterwasseraufnahmen gemacht. Wir, das hat Thomas gemacht, nicht ich. Und danke. Oh, danke. Das ist cool. Danke. Ja, das ist viel besser. Dann blinzel ich nicht so. Und jetzt, wenn wir gleich zurückkommen zum Boot, werden wir zurückfahren in unsere wunderschöne Poolvilla und werden dort den Abend ausklingen lassen. Ich denke mal mit Roomservice, oder willst du noch raus? Nee, wir bestellen Roomservice. Oh.
Rumservice. Wir nehmen den Rumservice und nicht den Roomservice. Das ist gut. Ich will heute den braunen. Willst du den weißen? Genauso machen wir das. Okay? Bis dann. Du, Thomas, geh mal zu... Okay. Mann, hat der Mann schöne Beine. Sehr schöne Beine. Jetzt hast du nicht gehört, was ich gesagt habe. Nee. Ist auch gut so. Ja, oh, ich habe fürchterlich gelästert. Mach doch mal nach. Ich habe so gelästert, weil der dritte Zeh von links, der sieht irgendwie komisch aus. Bleib weg. Ich verfolge einen großen Fisch. Der Fisch kommt zum Angriff. Der Fisch kommt zum Angriff. Ich habe einen Schatz gefunden und er heißt Bamboo Island. So unendlich wertvoll. Und mit keinem Geld zu bezahlen. Bring mich hier mal wieder weg, du. Seht ihr doch auch so, ne? Hier könnte man bleiben, aber es gibt hier kein Hotel. Das haben sie schon geschickt gemacht und das ist auch gut so. Und es gibt auch nur bestimmte Zonen, wo die Boote ankern dürfen. Auch gut. Ansonsten, der Tourismus zerstört wirklich unglaublich viel auf der Welt. Und hier in Thailand gehen sie jetzt ganz strikt daran, eben auch wie die Maya Bay, die wir vorhin besucht haben. Man muss einen sehr großen Abstand halten mit den Booten und darf auch nicht reinfahren. Finde ich vollkommen okay. Mein Gott nochmal, mussten doch nicht pro Tag, was ich gelesen habe, über 5000 Menschen auf diese kleinen Strandabschnitt, Insel kann man gar nicht sagen, auf den kleinen Strandabschnitt gehen. Muss das sein? Nein, muss in meinen Augen nicht sein. Oh, wo komme ich denn rüber? Warte. Was ihr nicht sehen könnt, hier ist so eine kleine Absperrung auch. Das ist nämlich das, wo die Boote ankern müssen. Ich muss mal eben mit euch raus und rübersteigen. So,